Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 60, Beschlussempfehlungen der Ausschüsse zu Petitionen, Drucksache 19/5148. Der Kollege Rudolph meldet sich. Bitte schön, Herr Kollege Rudolph, zur Geschäftsordnung bitte. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir bitten die Petition 3808/19, ich habe das den Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen mitgeteilt, heute herauszunehmen, über sie nicht abzustimmen. Das ist eine Petition, die war auch Thema noch im letzten Petitionsausschuss, weil es Nachfragen gab. Es war eine Eilentscheidung. Ich will mich nicht inhaltlich äußern, aber ich bitte dafür Sorge zu tragen, zukünftig, Herr Innenminister, es gab Nachfragen. Wir haben heute um 17 Uhr eine Antwort darauf bekommen. Das ist nicht akzeptabel, weil wir stimmen heute über die Petitionen ab. Ich bitte, dass wir zukünftig einen Weg finden, dass die Fraktionen dann, die im Petitionsausschuss beraten, auch die entsprechenden Rückmeldungen bekommen. Deswegen will ich das an der Stelle nicht inhaltlich, aber formell auch sagen. Das war jetzt arg knapp, und wir können kurz vor der Abstimmung über die Petitionen sie noch herausnehmen und dann beim nächsten Mal darüber entscheiden. Aber ich bitte, gerade bei dem Thema Petition, gerade bei solchen Petitionen, die besonders sensibel sind, dass wir gemeinsam uns auf ein vernünftiges Verfahren verständigen. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Rudolph. Herr Kollege Bellino hat sich zur Geschäftsordnung gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir können das machen. Wir haben uns in der Tat auch in dieser kurzen Zeit verständigt. Ich denke, das ist, gerade weil die Zeit jetzt gleichsweise kurz ist, der richtige Weg, dass man das dann auch mit Ruhe noch einmal bespricht. Eine andere Möglichkeit wäre gewesen, wir nehmen die ganze Petition heute runter und machen das morgen. Aber wir können das auch so machen. Aber wir sollten dann, Herr Kollege Rudolph, wenn Sie auch sagen, gestatten Sie das, Sie wollen es inhaltlich nicht werden, dann lassen Sie auch die Kritik am Minister. Das passt doch dann in dem Fall auch nicht hin. Denn es gibt nun einmal Abläufe, die sich nicht danach richten, wie der Plenartag eines Hessischen Landtages aussieht. Die richten sich nicht danach, wann der Hessische Landtag tagt. Insofern sollte man das eben dann auch entsprechend berücksichtigen. Denn ich glaube nicht, dass der Innenminister oder die Landesregierung festlegt, wann welche Flugzeuge starten oder nicht starten. Vielen Dank, Herr Kollege Bellino. Gehe ich recht in der Annahme, dass alle Fraktionen mit dieser Herausnahme einverstanden sind? Das ist der Fall. Dann handhaben wir das so. Nach Mitteilung der Fraktion DIE LINKE sollen folgende Petitionen getrennt abgestimmt werden. Es ist die Petition 3384/19 und die Petition 3809/19. Ich lasse zuerst über die 3384/19 über die Beschlussempfehlung abstimmen. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Dann bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN, FDP und SPD. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion DIE LINKE. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Dann lasse ich abstimmen über die Petition 3809/19. Wer zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN, FDP, SPD. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion DIE LINKE. Somit ist auch diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Jetzt bitte ich Sie über die Beschlussempfehlung Drucksache 19/5148 ohne die 3808/90 abzustimmen. Wer zustimmen möchte dem Beschlussempfehlung, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN, FDP, SPD und DIE LINKE somit in Gänze angenommen. Vielen Dank. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 54, Beschlussempfehlung und Bericht des Drucksache 19/5145 zu 19/4954. Bevor ich abstimmen lasse, möchte ich Sie fragen, ob ich auch wieder die Kurzform wählen kann und auf die Berichterstattung verzichtet werden kann. Dann handhaben wir das so. Also, wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN und der SPD. Wer stimmt dagegen? Fraktion der FDP und DIE LINKE. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Ich rufe auf. Bitte schön, Herr Kollege Rudolph, zur Geschäftsordnung. Wir bitten, die Ziffern 1 und 2 bei Top 55 getrennt abzustimmen. Dann handhaben wir das so. Ich rufe es aber erst einmal auf. Das ist der Top 55, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/5146 zu 19/4960. Wer dem Punkt 1 zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN, der FDP, der SPD und DIE LINKE somit angenommen worden. Dann lasse ich über den Punkt 2 abstimmen. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN, FDP. Wer stimmt dagegen? SPD und LINKE somit angenommen worden. Somit in Gänze angenommen. Ich rufe auf Top 56, Beschlussempfehlung. Wie bitte? Ups.
FDP gibt es nur zwei. Gut, also die FDP hat gesehen, dass es nur zwei Punkte sind. Das ist wunderbar. Dann rufe ich auf den Top 56. Bitte schön, Herr Kollege Rudolph. Ich weiß ja auch nicht, da müssen wir auch wieder A und B getrennt abstimmen. Dann handhaben wir das so. Dann lasse ich, also ich rufe es erstmal auf, Punkt 56, Beschlussempfehlung und Bericht Drucksache 19/5155 zu Drucksache 19/5013. Wer dem Punkt A zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. CDU, Bündnis 90/Die Grünen und DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? Die FDP. Wer enthält sich? Die SPD und somit angenommen. Dann lasse ich über B abstimmen. Wer zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. CDU, Bündnis 90/Die Grünen. Wer stimmt dagegen? Die SPD und die FDP. Wer enthält sich? Die Fraktion DIE LINKE und somit angenommen und in Gänze angenommen. Ich rufe auf Top 57. Beschlussempfehlung und Bericht Drucksache 19/5156 zu 19/5070. Wer zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. CDU und Bündnis 90/Die Grünen. Wer stimmt dagegen? Die SPD, die FDP und DIE LINKE und somit angenommen. Ich rufe auf Top 58. Beschlussempfehlung und Bericht Drucksache 19/5157 zu 19/5025. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, Bündnis 90, die Grünen und die Linke. Wer stimmt dagegen? Die SPD. Wer enthält sich? Die FDP und somit angenommen. Ich rufe auf Top 59. Beschlussempfehlung und Bericht Drucksache 19/5158 zu 19/5058. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, Bündnis 90/Die Grünen. Wer stimmt dagegen? SPD, FDP und DIE LINKE und somit angenommen worden. Top 67. Beschlussempfehlung und Bericht Drucksache 19/5185 zu 19/4524. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, Bündnis 90 die Grünen, der SPD, die Linke. Wer stimmt dagegen? Die FDP und somit angenommen. Top 68. Beschlussempfehlung und Bericht Drucksache 19/5186 zu 19/4602. Wer zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind CDU, Bündnis 90 die Grünen, SPD, FDP. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Die Fraktion die Linke. Somit angenommen. Top 69, Beschlussempfehlung und Bericht Drucksache 19/5187 zu 19/4920. Wer zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, Bündnis 90/Die Grünen, der SPD, der FDP und DIE LINKE. Somit angenommen. Vielen Dank. So, damit sind wir am Ende der Beschlussempfehlung. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass nun der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss und der Haushaltsausschuss gemeinsam zu einer Sitzung im Sitzungsraum 501a zusammenkommen. Und, meine lieben Kollegen, ich möchte außerdem hinweisen auf den Abend der Agrarwirtschaft mit Übergabe der Erntekronen, das alte Tradition, durch die Hessische Landjugend, der nun in der Eingangshalle stattfindet. Wir sind damit ein bisschen Ruhe noch. Wir sind damit am Ende der Tagesordnung. Und wir unterbrechen bis morgen. Ich wünsche Ihnen allen noch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank. Sehr schön.